ich einen Weinhof gekauft habe, das war ein Traum. Ich war natürlich sehr unter Stress auch. Ich erkrankte, musste dein Leben verändern. Wenn ich mit Wein anfange, dann war für mich der Mittelpunkt die Natur. Ich muss der Pflanze Hilfe geben, dass sie widerstandsfähiger wird. Und das passiert eben mit Homöopathie. Und dann wollte ich zu diesen Kunden gehen und ihnen diesen Wein, diesen biologischen Wein, sozusagen verkaufen. Und die schauten mich an, ob ich nicht ganz bei Sinnen bin. Biologischen Wein, das interessiert uns nicht. Das Hauptziel der Biodynamie ist es, die Fruchtbarkeit und Lebendigkeit eines landwirtschaftlichen Bodens zu stärken. Täglich fragen wir uns, welchen Beitrag wir leisten können, um die Natur in ihrem Ganzen zu respektieren. Dabei versuchen wir, unsere Trauben so gesund und natürlich wie möglich zu produzieren. Um die Biodynamie in der Praxis anzuwenden, behandeln wir unsere Weinberge mehrmals im Jahr mit biodynamischen Präparaten. Unsere Reben brauchen Informationen, um sich zu entfalten und um wesentliche Elemente für das vegetative Wachstum der Pflanze zu erhalten. Wenn das biodynamische Präparat seine Reife erreicht hat, kann es dynamisiert und ausgebracht werden. Dies stimuliert eine höhere Bodenlebendigkeit, folglich auch eine höhere Fruchtbarkeit des Bodens. Es ist uns besonders wichtig, unsere Trauben mit unseren eigenen Jahrgangshefen zu vergären. Um einem Wein, auch einem biodynamischen Wein, auf natürliche Art und Weise Fülle und Harmonie zu schenken, bedienen wir uns des Batonnage. Loire-Weine bestechen einfach durch immensen Charakter, durch eine bestimmte Seele, durch Lebendigkeit, durch Lebensfreude. Biodynamischen Wein zu verkaufen, macht richtig Freude. Ganz klar, zur Zeit meines Vaters war die Anerkennung eines Bio-Weins nicht dieselbe, wie es jetzt ist. Die Weine der Loire-Weinestates gibt es eigentlich mehr oder weniger in ganz Europa. Wir sind sehr erfolgreich in den USA, in Kanada, aber auch auf der anderen Seite im asiatischen Teil. Die Zukunft geht ganz klar Richtung Bio, Richtung Biodynamie, keine Frage. Und da haben wir einfach vielen Mitbewerbern den Vorteil, diese enormen Erfahrungswerte zu haben, sprich 4 Jahrzehnte, sprich 40 Jahre. Und das ist natürlich unser Vorteil und das kann uns niemand nehmen. Mi piace stare con le persone, mi piace farle vivere la nostra filosofia, poi ovviamente anche facendoli assaggiare i nostri vini che rispecchiano il nostro territorio e la nostra passione. Dopo 10 anni che collaboro con la famiglia Loacker posso dire che questa esperienza mi ha veramente arricchito non solo professionalmente ma anche culturalmente e umanamente. Abbiamo una gestione dei vigneti estremamente innovativa e singolare. Applichiamo biodinamica, omeopatia e viticolture di precisione. Siamo stati la prima azienda di tutta la Maremma ad adottare questa tecnica di lavorazione.
I nostri prodotti rispecchiano tutto quello che c'è di buono e di ottimo del territorio in cui vengono coltivati. Lavoro per Loacker perché l'azienda è unica ed è autentica. Wir haben in unserem Weingut ein Know-how entwickelt, das einzigartig ist. Europa, aber auch weltweit. Deswegen arbeite ich gern bei Loacker Wine Estates. Denn nachhaltig wirtschaften und die Leidenschaft zum Wein steht immer im Vordergrund. Wenn ich aber eine andere Weinkultur entwickle, so wie ich sie entwickelt habe, dann ist der Wein einfach anders. Der gibt dir Energie, Kraft und Freude.